Willkommen zurück bei Ultima 7. Ich werde noch gucken, dass ich ein paar Zaubersprüche bekomme. Sag mal, habe ich euch eigentlich schon reich gekauft? Genau, Zaubersprüche. Na, wie immer in Guldene. Holen. Ja, immer. Diesen Spruch haben wir bereits. Ah ja, ein Energiefeld. Wir haben ein Energiefeld in unserem Zauberspruch. Das ist sehr gut. Alle aufwecken. Ja, immer doch. Den sechsten. Magie aufdecken. Danke. Und im fünften kriegen wir eine Explosion. Nee, die haben wir doch schon. Die Explosion haben wir schon. Oh, wir besitzen nicht ausreichend Guldene. Warte, dem kann ich abhelfen. Ich kenne jemanden, der hat eine ganze Kiste voller Guldene. Warte mal, jetzt schicken wir mal hier rüber. Oh, so schnell geht mein Geld zur Neige. Aber ich muss sagen, das finde ich gut. Weil wofür soll ich mein Geld sonst ausgeben? Magische Waffen gibt es nicht zu kaufen. Und so stopfe ich alles in mein Zauberbuch. Und zur Not können wir ja hier noch weiter Gold zu Geld machen. So. Out. Oh, so. Weg. Auch weg. Die will ich haben. Die will ich haben. Hier haben wir noch massenhaft Pfeile. So, oh, guck mal hier oben. Immer noch Geld. Was ist nun los? So. 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 Noch mehr. Immer her mit dem Geld. Haben wir noch was? Da. So. Und hier. Zu schwer. Okay. So, mein Frau. Wo bist denn du? Alter Mann? Wo ist dein geliebter Ehemann? Da ist er. Hör mal. Oh, sag bloß, du schläfst hier. Na, sag mal. Hallo, ihr dort. Genau, Zaubersprüche. Wie immer in Guldene. So, Telekinese. Hat ihr die bereits? Diesen Spruch habt ihr bereits. Ja, da fehlt doch der zweite. Ein großes Licht. Eine Massenkur. Diesen Spruch habt ihr bereits. Ja, dann kommt zuletzt noch der dritte. Geschosse verzaubern haben wir schon. Okay, danke. Tschüss. Deine Sprüche haben wir bereits. Feder Biblio haben wir bereits. Montegro war weg, wa? Genau. Montegro war weg.
Hat der Bibliothekar auch Zaubersprüche oder nur? Morgen! Ich möchte gern was kaufen. Magische... Oh! WTF? Magische Beinlinge? Magische Stiefel? Magische Axt? Schwert der Verteidigung? Magische Bolzen? Und ein Glasschwert. Was kostet ein Glasschwert? 1500! Nope. Tschüss. Ich möchte Zaubersprüche haben. Ach. So, jetzt lass mich mal hier runter. Danke. Ich glaube, es wird langsam dunkel. 7 Uhr. Bist du schon wieder da? Nö. Dann sind wir eigentlich alle Magier durch. Weil Frigidazzi wird sich bei uns nicht mehr blicken lassen. Du bist kein Magier. Und sie hier. Oh, warte mal. Sag mal, du kaputter Automaton. Kann ich dich haben? Achter. Nein. Wo ist ein Automaton? Wiederbeleben. Alle aufwecken. Da. Belebe Automaton. Was wünscht ihr? Du sollst mich begleiten. Ja, Herr, ich werde euer Diener sein. Danke. Ich gehorche. Ha! Ach, sieh an. 40 kann der tragen. Ich werde dein lieber Packesel sein. Ich werde alles tragen, was du mir gibst. Okay. Das freut dich, mein lieber Packesel. Warte mal. Dann lass uns mal bitte hier lang gehen. So. Damit du nicht gleich auseinanderfällst, mein Freund, wirst du einen Helm kriegen? Jawohl. Upsa. Ach, weißt du was, dem gleiche ganze Dings? Ey! Nein! Da! So! Dann gucken wir mal. Also, du kriegst natürlich eine Rüstung. Du kriegst Stiefel, einen Umhang. Eine Waffe würde ich dir eigentlich nicht geben. Du wirst dich nur verteidigen, hörst du? Ah, jetzt geht's los. Was nehmen wir alles mit? Gepanzerte Stiefel haben wir. Zieh mal die Handschuhe an. Schuppenpanzer hast du. Dann zieh mal die Hose an. So. Ja gut, jetzt können wir die magische Rüstung natürlich mitnehmen. So. Das Gold nehmen wir mit und vielleicht auch noch das Schwert der Verteidigung. Gut. Hier waren wir gerade drinne. Magische Axt. Nehmen wir mal mit. Sicher ist sicher. Ach so, richtig. Und jetzt müssen wir den ja noch einstellen. Hör mal, mein Freund. Beim Kampf verpisst du dich. Danke.
So. So, was nehmen wir hiervon alles mit? Hör mal, Freund. Du wirst zumindest die ganze Pfeilerei mitnehmen. So. Normale Pfeile nimmst du auch mit. Die Schwerter brauchen wir nicht. Ansonsten habe ich keine Rüstung hier. Die Rüstung liegen alle in dem anderen. Gut. Habe ich noch Geld bei? Ja. Ja, Zaubersprüche kann ich jetzt keine mehr kaufen. Die anderen Zauberer sind alle ausgeflogen. Also würde ich sagen, pass auf. Das Gold behalten wir, das nehmen wir mit. Und die... Ja, die Fillerie auch. Aber die Guldene, die lassen wir alle hier. Denn ich weiß jetzt, wo der Ausgang ist. So, und da werde ich mich jetzt hinbegeben. So. Ach, hier ist auch die Flasche Wein. Kannst du auch nehmen. Oh, der ist schon fast voll beladen. Okay. Und zwar bin ich hier mal durch die Stadt gelaufen und dabei habe ich gesehen, oh, jetzt wird es dunkel. Warte mal, dagegen kann ich was tun. Denn ich habe einen Helm. Da ist er. Passt nicht. Na gut. So. Und dabei habe ich dieses Haus gefunden. Guten Morgen, Kumpel. Mein Name ist Ernesto. Genau. Ach so, du kannst nur die üblichen Worte. Dann leb wohl. Ich würde gerne jetzt einen Blick in das Haus werfen. Oh. Eine Mene Mu. Ja, da würde ich sagen. So. Seid ihr noch alle da? Ja. Was ist das in der Mitte? Okay. Hallo Ratten. Ah, genau, der Automaton verschwindet. Oh. Da sind Ratteriche. Ah, warte mal. Da hat doch die Oma gesagt, wer hat die Harfe? Du. Die nehme ich mal. Dafür kannst du den Spiegel nehmen. So. Dann werden wir jetzt nämlich mal hier reinlaufen. Oh, was seid ihr denn für welche? Ich will jetzt aber nicht hier jede Ratte der Welt umlegen müssen. Pass mal auf, Freunde, solange wir auf Rattenjagd sind, ja, spart mal bitte eure Pfeile. Oh, warte mal. Siehst du auch, was ich sehe? Genau, erstens, Schwert der Verteidigung ist gut. So. Und du bitte auch. So.
Was hast denn du für eine Waffe bei? Da. Schwerterverteidigung. Genau. Was ist denn das? Blasebalg. Komme ich nicht ran. Oh, warte mal. Ich bin doch ein mächtiger Magier, oder? Wo sind Telekinese? Oh komm, sag nicht, ich habe den Telekinese-Zauber nicht. Nee, schade, Telekinese habe ich noch nicht. Da muss ich mich... Ah, hier geht's auch nicht weiter. Warte mal, ich habe doch hier genau ein paar Ratten gesehen. Oh nee, ich meine nicht euch Ratten. Oh, Feuerelement. Feuerelementar ist das, wa? So, alle Ratten tot. Hallo Ratterich, darf ich mit dir reden? Ich komme von der Alten, wie heißt sie, Mosch? Ach, sieh an. Die gehen alle schlafen. Na komm, ihr braucht mich nicht angreifen, Freunde. Hört mal, wenn ihr nicht schlafen geht. Hopp, nein. So. Sind wir durch? Ah, da ist eine Treppe. Aha. Oh, da ist ein Schwert der Verteidigung. Lass mich raus hier. Ja. Oh, wie komme ich da hin? Oh, ich muss jetzt mal freiräumen hier. So. 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 Gut. Oh, hier, da ist eine Kiste. So, jetzt kommen wir rein. Oh. Morgen. Wuh! Freundchen, benimm dich. Jetzt können wir jetzt. Hier ist ja gar nichts. Nö, da ist gar nichts. Der hat auch nichts bei. Okay. Dann ist wirklich nur das Schwert der Verteidigung? Passt nicht. Na komm, nimmst du das. Und ein paar Gölderchen. Und natürlich Zaubertränke. Gut.
So. Und jetzt gehen wir. Was nu? Was soll das, mein Freund? Ah, hier geht's weiter. Gut. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh, warte mal, ich weiß, was das war. Das war eine Falle. Und ich muss dafür Magie aufdecken machen. Und da kommt nichts. Anguas. So, da ist ein Bogen. Oh, da haben sie ihn hingerichtet, den armen Kerl. Siehste? Das passiert, wenn ihr uns komisch kommt. Okay, hier ist nichts mehr zu holen. Ah, hier geht's weiter. Liegt hier noch was rum? Eine Kiste oder so? Ah, du schon wieder. Entschuldigung. So. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier weiterkommen. Oh. Ach, jetzt brauche ich den Telekinese-Spruch. Hoffentlich habe ich ihn bloß übersehen. Feuerfeld, belebe Automaton, Energiefeld, alle aufwecken, Superkraft, Schwertstoß, Spiralgeschoss. Nein, nein, nein. Nein, Munition erschaffen, Verrat, Furcht. Was heißt Telekinese auf Deutsch? Übertragen, Zauberschlüssel, kühlen, Abschirmung, Kolumnas Intuition, falsches Gold, Eisschlag. Nahrung erschaffen, Falle aufdecken. Da, Telekinese, ich hab sie. Oh. Ah, das ist der Hebel. Kann ich mit ihm reden? Zu sein Herrscher der Gargoyles, genannt zu sein Zeltgast, zu bedeuten Eisenhelm. Ah, also brauche ich keinen Telekinesespruch. Zu fragen, wer ihr zu sein und warum ihr hier zu sein. Oh, schön, endlich mal wieder. Die habe ich im letzten gemocht. Ich bin der Avatar. Wenn du ein König bist, bin ich der Avatar. Von einem Avatar noch nie gehört zu haben. Auf der Hut zu sein, dass ihr zu sein vielleicht, wie andere eure Art, und zu hoffen, dass ihr nicht hier zu sein, zu stehlen unsere Schätze. Ja doch, ich will plündern. Alle magischen Waffen gehören mir. Was glaubst du denn? Der Avatar ist die Verkörperung der Tugenden, verehrter Gargoyle. Möglich zu sein der Heros, von dem ihr träumt? Ja, da bin ich. Andere eure Art? Traurig zu sagen, dass Menschen kommen, um uns zu schaden. Nicht zu verstehen, warum sie uns Dämonen nennen. Zu sagen, sie zu sein stämmige Krieger in kräftiger Rüstung. Zu freuen, unser Blut zu vergießen. Zu hassen uns sehr. Zu bedauern, dass wir keinen Frieden mit ihnen haben, zu schließen können. Oh, das klingt ja wie Yoda auf Drogen. Okay. Und Schätze. Zu sagen, dass viele Männer hier gekommen zu sein, um den Reichtum von verlorener Stadt zu stehlen. Bereit zu sein, zu teilen. Wütend zu sein, dass die Männer in Rüstung nicht teilen zu wollen. Nur uns töten zu wollen. Zu sein so ignorant wie gierig. Ah, du Ignorant. Zu sagen, dass Eindringlinge die Hitze hier nicht ertragen zu können. Zu sterben schnell. Amüsiert zu sein, sie immer wieder zu kommen, nur um zu sterben. Zu überleben aber lange genug, um uns zu belästigen mit ihren Waffen, bevor sie zu sterben. Alles klar. Zu sagen, dass es so etwas wie einen Dämon nicht zu existieren.
sicher zu sein, dass Dämonen zu sein Kreaturen aus Geschichten, die nur dazu seien, zu erschrecken Kinder. Nicht zu glauben, dass Menschen glauben zu können, dass wir Dämonen zu sein Gargoyles. Aha, und deine verlorene Stadt? Zu sagen, dass schon mehrere Generationen von Gargoyles hier zu leben. Zu versichern, dass dieser Ort schon alt zu sein, bevor wir zu kommen her. Zu sehen und zu wissen, dass Menschen, die hier leben, zu verehren Schlangen. Zu sagen, dass sie zu erleiden eine große Katastrophe. Mich zu fragen, was mit denen geschehen zu sein, die einst hier zu wohnen. Und ein Traum, euch zu sagen, dass unser Schlaf erfüllt zu sein von einer einzigen Traum. Einer Vision von einem Heros einer Anderwelt. Zu sagen, dass der Heros ein Mann zu sein wie ihr. Das müsst ihr sein. Ja, natürlich bin ich das. Der Avatar ist der Heros. Daran gibt es keinen Zweifel. Mich zu fragen, ob ihr zu sein der Heros. Erzählt mir mehr. Zu sagen, dass der Traum von großen Katastrophen zu erzählen. Stürme, die mit Blitzschlägen einhergehen. Krankheiten, die zu töten die Unschuldigen. Und eine gespenstige Dreieinigkeit, die das Böse zu verbreiten. Zu erklären, dass ein Heros zu kommen von jenseits dieser Welt. Zu sehen, dass dieser Krieger die Dreieinigkeit zu töten und durch Tugend triumphieren zu werden. Verpflichtet zu sein, diesem Heros zu geben ein uraltes Artefakt, welches ihm zu geben Führung. Zu erkenne den Heros an diesem Zeichen. Er zu werden stellen sich der Prüfung der Reinheit und sich würdig zu erweisen durch Rückkehr in Tugend. Prüfung? Kann ich mir das nochmal überlegen? Okay. Also, dann mal zeigen. Die böse Dreieinigkeit. Zu sehen in Traum, wie die drei Geister das Land durchstreifen. Zu erklären, dass einer der Bösen Schimmer zu haben. Einer zu haben, die höhnenden Augen, die zu spuken. Einer zu haben, den Kopf der Schlange. Böser Schimmer, höhnende Augen und ein Kopf der Schlange. Zu wissen, dass dies noch nicht zu sein, aber bald zu werden. Dies zu sein, die Feinde des Heros. Alles klar. Und deine Krankheiten? Zu weinen um die Geschöpfe, die am leichtesten der Krankheit dieser Welt zu erliegen. Geträumt zu haben von sterbenden Säuglingen, von Verstand, der abgestumpft oder verrückt geworden zu sein. Und von Wesen, die wegen Fehlbalance dahin zu siechen. Zu verzweifeln für mein Volk, es sich zu verlieren in Schlummern und Träumen, zu verbleiben nur ich. Okay. Zu erkennen eine Veränderung in der Struktur der Welt anhand von Fehlbalance das Sein. Zu wissen, dies der Grund zu sein, warum große Stürme jetzt über die Welt zu heulen und ihre Blitze zu schleudern. Zu wissen, dies noch nicht alles zu sein. Schlimmer zu werden mit der Zeit. Ach so, schlimmer zu werden mit der Zeit, bis die Welt unterzugehen. Wenn nicht der Heros zu obsiegen. Okay, und dafür kriege ich dann ein uraltes Artefakt von dir. Gargoyles zu haben einen großen Schatz. Ein Artefakt, das unter den Ruinen zu entdecken geworden. Seine Kräfte nicht zu kennen. Im Traum gesehen zu haben, wie dieses Gerät dem Heros anvertrauen zu müssen. Er kommen zu werden. Zu wissen, dass dieser Schlangenring das Mittel zu sein, den Heros in seinem Kampf gegen die Fehlbalance zu leiten. Okay, pass auf. Die Prüfung der Reinheit würde ich gerne in der nächsten Folge machen. Mich aufzuhalten nicht länger. Genau. Ja gut. Ich sage jetzt nein. Ah, gut, dann darf ich nicht wieder erfreut zu sein. Ich euch zu bitten, zu gehen zu Säulen der Reinheit. Euch zu bitten, euch zu bereiten vor in Tugend, dann zu greifen nach Säule des Feuers und zu beginnen den Test. Euch Eintritt zu gewähren in unterirdische Stadt. Zu suchen die Säulen. Okay, pass auf. Ich werde trotzdem die Säulen erst beim nächsten Mal suchen. Ich weiß, dass wir uns bereits trafen, Fremder. Erinnert ihr euch nicht? Junge! Melde dich bitte an, klingel vorher oder sonst was. Ich kriege doch einen Herzinfarkt. Gut, ich freue mich, dass wir uns bald treffen. Ja, dir ist kalt, dir ist heiß, mir auch. Das macht aber nichts, denn ich bin ein großer Magier. Also würde ich sagen,
Chillt mal, Freunde. Und wir chillen jetzt auch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.